Hola y bienvenidos al Besenwagen, o también llamado en español Coche Escoba. Acompáñanos por España durante la Vuelta Ciclista y contempla la épica batalla entre dos miuras como Remco y la Armada Jumbo. Además, como siempre, unos aperitivos típicos del país, como pueden ser unas zamburillas en el norte de Galicia, o unos pinchos en el País Vasco, o incluso unas tapas por el sur de España, o sea, Andalucía. Y por supuesto, una copa nocturna a tu elección. Me llamo Nacho y pásalo bien. Erstmal gracias, Nacho, für dieses spanische Intro, das letzte dieses Jahres wahrscheinlich. Dazu muss ich vielleicht sagen, dieses Intro wurde mir schon eingesendet, als die Vuelta noch nicht so richtig entschieden war. Wer Spanisch versteht, hat jetzt gehört, dass Jumbo gegen Remco kämpft. Hat sich ja dann anders zugetragen, wie wir das vielleicht gleich noch erörtern werden. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner Andi Stauf. Und gracias. Rafa, wie immer, Tortillas, Nachos, Paella, alles ist am Start bei uns im Bus. Dank Rafers. Jo, Jungs, bisschen Urlaub gehabt. Wir sind immer noch bei Tex-Mex, oder was? Ja, natürlich. Ich war auf jeden Fall schon oft in Spanien und noch nie in Mexiko. Ja, Spanien das ist für Urlaub, uns, ne? Das hat uns, genau, hat doch Jaron Thomas erst wieder geprägt, diesen Spruch, oder? Ja. Ist so eine alte Floskel, glaube ich, im Radsport, ne? Mhm. Wenn man die Vuelta fahren muss. Habe ich ehrlich gesagt. Den Spruch gab es früher schon. Ehrlich gesagt noch nie vorher gehört. Nee. Ich schon. Aber ich fand's gut. Ja, aber irgendwie war am Ende doch nur das Spannendste, dass so, wen lässt Jumbo Visma gewinnen? Und das war ja auch nicht mehr wirklich spannend. Leider, ja. Das war irgendwie auch so meine Empfindung, ja. Krass so, ich find's mega geil. Also ich finde es einfach nur cool, wie das gelaufen ist. Aber ich empfinde auf jeden Fall allerseits Unbehagen, was diese Rundfahrt anging. Aber ich fand es irgendwie cool. Aber ey, lass es doch noch mal kurz nach hinten schieben und uns Hallo sagen, nach 2 Wochen nicht sehen. Hallo. Wir müssen uns noch ein bisschen austauschen, so Paul. Haben lange nichts von dir gehört und jetzt bist du wieder da und wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht zwischendrin. Um mich muss man sich keine Sorgen machen. Ja, obwohl, dachte ich mir schon. Obwohl auf Twitter haben sich Leute Sorgen gemacht. Ja, stimmt. Als du dich 12 Stunden nicht gemeldet hast. Ja, genau. So. Also 24 Stunden nichts gepostet. Was ist denn los mit dem? Was wollt ihr hören? Das meiste wisst ihr schon, die heißen Topics wurden schon im Outside-Podcast, also ich möchte jetzt eigentlich nicht nochmal über die Gravel-DM reden, ja, ja. Um ehrlich zu sein, könnt ihr euch gerne im Outside-Podcast anhören. Genau, ich würde lieber über Sauerland reden wollen jetzt am Wochenende. Ja, genau, da war nämlich noch mehr. Paul Voss hat sich dann, ich dachte nämlich eigentlich, dass du auch noch dieses Gravel-Earth-Ding fährst. Nee. Aber das stand gar nicht mehr auf dem Plan bei dir. Nee, das war von Anfang an nicht geplant. Ich wollte immer Sauerland-Rundfahrt fahren und Deutsche Berg. Und bist du beides gefahren? Ja. Und jetzt Gravel Earth Series war jetzt auch, ja, also haben schon viele auch ausgelassen. Aber es liegt halt, muss man sagen, erstmal gibt es kein Preisgeld. Es ist einfach mega toll, mittlerweile nach Barcelona auch zu kommen. Und dann plus ist Vorbereitung für EM und WM jetzt auch für viele. Ja. Aber ich habe gehört, nächstes Jahr soll es da richtig Preisgeld geben. Müssen sie, glaube ich, auch machen, weil dieses ganze Thema einfach uns Fahrer irgendwie so als Sprachrohr für den Sport irgendwie zu nutzen, so dann damit ja auch dann die Sponsoren von so einer Serie irgendwie zu promoten. Aber da fließt keinerlei Geld, man bekommt keine Anreisen irgendwie vergünstigt. Weißt du, also man macht ja auch viel für so einen Veranstalter, wenn man vor Ort ist. Also man promotet so ein Event auch im Vorfeld meistens. Und ja, da finde ich, gehört es mittlerweile, dass dann einfach auch mal Preisgeld fließt oder zumindest die einen unterstützen bei der Anreise. Ja. Also die Top-Athletin. Ja. Und du machst jetzt den vollen Hustle mit EM, WM und dann Epic Israel. Und dann noch mal nach Spanien, ja, für ein Gravel-Rennen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon sagen darf, aber dieser Podcast ist ja für die Hot News zuständig. Speed Company Racing wird nämlich EM jetzt auslassen und
aus gegebenem Anlass auch zur WM anreisen und dann mit dir zusammen nach Israel. Sehr gut. Ja, starkes deutsches Team, würde ich sagen. Werden wir sehen. Ich glaube, wir versprechen uns alle schon wieder zu viel von der Strecke, von daher warten wir mal ab. Ja, zur Erklärung, letztes Jahr gab es ja so einen Kurs, auf dem die World Tour Fahrer wirklich zu 100% bevorteiligt waren, und dieses Jahr wird der Kurs schwerer und technischer, und deswegen denken sich eventuell Gravel Offroad Spezialisten, hat man ein bisschen mehr Chancen. Ja, aber alle Anstiege sind auf Asphalt, so wie es aussieht. Okay. Also das weiß ich sogar ziemlich sicher. Das ist ja perfekt für Lukas Baum. Und, genau. Und, also der Gravel-Anteil wird, glaube ich, nicht so hoch sein, wie wir uns das vielleicht wünschen. Aber wir werden es ja am Ende, ist egal. Ich meine, die Amis kommen mit einem starken Team und, genau, mal gucken. Und wenn nicht, gibt es immer noch Bäger mit Wout von Aert, Jennifer Mersch und so. Also, ich glaube. Die sind auch nicht so schlecht, habe ich gehört. Ja, ich glaube, man. Ja. Genau. Come on. Ja, noch, gibt es eigentlich eine Off-Season für Gravel-Fahrer oder ist es so ganzjährig? Na, Winter halt, ne? Im Winter ist dann nix, irgendwie Südafrika oder so. Also für mich nicht. Australien-Gravel, stimmt eigentlich. Kann sein, dass da Rennen sind, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die UCI World Gravel Series, kann sein, dass die da irgendwie auch Rennen hat, irgendwo in Ozeanien oder so, aber ich fahre da auf jeden Fall nix. Man kann Cross fahren. Vielleicht ist es noch zu gefährlich, in solchen Ländern einfach quer durch die Landschaft zu fahren. Ja. Inwiefern? Wilde Tiere, Paul. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich fahre auf jeden Fall nichts. Es gab doch schon, gab es sogar schon so beim Cape Epic, gab es doch so Bilder, wo du aus dem Helikopter gesehen hast, wie Fahrer so ganz nah an irgendeinem, ach so, ja, da haben wir, Puma oder sowas vorbeigefahren ist. Irgendwie so eine Raubkatze oder auch an einem Krokodil und so. Ja, lass doch mal zu den Themen des Straßenradsport-Podcast schlecht hinkommen. Wir waren beim Downhill World Cup. Anni und ich waren völlig aus dem Häuschen. Wir haben leider Downhill-Rennen zu 100% verpasst, weil wir da selber eine Veranstaltung gescheduled hatten. Aber wir waren dann auf der Aftershow-Party auf dem Mountainbike World Cup Leger und samstagsabends feiern dann die Downhiller und wir waren in einer völlig neuen Welt des Radsports angekommen. Aber genauso habe ich mir vorgestellt. Also die haben alle Klischees erfüllt, oder? Ja. Also die haben eigenes Rap-Konzert gegeben. Also einer der Downhiller hat wirklich ein Konzert gegeben. Ja. Und sonst auch gut abgerissen da in dem Ort. Mit inklusive illegalem Feuerwerk, Bierduschen, Frisuren, die da auf der Party gemacht wurden. Absolut. Die Hemden, beschreib noch kurz die verschiedenen Hemden, die es da so gab. Da bin ich nicht ganz dahinter gekommen, aber irgendwie waren das, ich glaube, es waren so Werbegeschenke, die es da auf dem Event gab, und dann haben sich da immer so Gruppen zusammengefunden, die so Hawaii-Shirts quasi in verschiedenen Mustern getragen haben. Ja, mit also Tiger, war, mit Leopard, das hat mit mich schon Flamingos. Ziemlich vieles auch an Kölner Karneval erinnert, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall für mich definitiv an Musikfestival einfach. Und einfach irgendwie gefühlt Durchschnittsalter 25 Jahre. Geschlechterverteilung fast equal. Unfassbar für eine Radsportveranstaltung. Wirklich komplett mindblowing. Ja, war schon ganz cool, muss ich sagen. Aber ich glaube, ist auch ein besonderer Weltcup, habe ich mir sagen lassen. Also Leger so als letzte europäische Station, da wird dann auch noch mal so richtig gefeiert. Ich glaube nicht, dass es bei allen Weltcups so ist. Aber generell Mountainbike-Veranstaltung ein bisschen cooler auf jeden Fall als auf der Straße. Kann man schon mal machen, kann man auch schon mal zugucken. Leider habe ich das Downhill-Rennen hätte ich mir schon gerne auch angeguckt. Mal so direkt neben der Strecke stehen, wie die da runterhacken. Naja. Die sind ungefähr so runtergefahren wie du am Sonntag, als wir selber mit den E-Bikes da eine Mountainbike-Tour gemacht haben. Als du mich noch zwischen den Bäumen überholt hast. Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht, muss ich sagen, das Wochenende. Und ich gucke schon mal mit so ab und zu, welchen Mountainbike-Weltcup ich mir nächstes Jahr angucken gehe. Also einen gucke ich mir auf jeden Fall wieder an. Leger vielleicht wieder oder. Lass Snowshoe. Anderen. Lass uns amerikanischen. Nee, das ist mir zu stressig, zu viel Reiserei. Ich bin auch froh, dass jetzt die Saison so langsam vorbei ist. Ja, stimmt schon.
Ja, wir wollten uns, also wir hatten das schon besprochen, wir wollten uns nur noch mal jetzt abschließen, nachdem wir die Veranstaltung schon über den grünen Klee gelobt haben, ja, uns auch noch mal da bei unserem Partner Woop bedanken. Aber französischer Kaffee ist einfach, was ist da schiefgelaufen? Was ist in diesem Land schiefgelaufen? Vielleicht haben die so viele andere kulinarische... Ich glaube, die boykottieren so einfach alle Produkte aus Italien. Die können keine Pasta und die können keinen Kaffee. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Kaffee aus Italien kommt, man verbindet es aber mit Italien. Ich glaube, das machen Pizza die... Pizza machen die einfach auch nicht wahrscheinlich. Ja, auch nicht gut. Ich glaube, die machen mit Absicht italienische Produkte nicht gut, weil die in direkter Konkurrenz stehen. Kulinarisch als auch als Urlaubsland. So als Land einfach so, ja. Mit der Mentalität komplett. Ich glaube, die konzentrieren Konkurrenz. Sich einfach so auf andere... Auf das, was sie können. Spezialitäten. Ich finde das Einzige, ja, was sie... Kann sein. Also Kaffee ist echt krass. Ne? Ja. Ich war jetzt noch ein paar Tage länger in Frankreich und selbst in einem Coffeeshop in Bordeaux gab es keinen guten Kaffee. Pass auf. Das ist unfassbar. Ich habe einen guten Kaffee getrunken in Bastia auf Korsika vor 2 Jahren. War ich auch in so einem Coffeeshop. Ultra hip. Also hättest du so genauso in Berlin bauen können, das Ding. Und die Jungs, die da drin waren, auch. Ich glaube, die hatten sogar extra Auslandssemester in Berlin gemacht, um das so machen zu können. Hat einfach 14 Euro gekostet, ein Kaffee. Ich werde es nie vergessen. Wir haben den bestellt, die hatten auch keine Preise da stehen. Dann haben die dann uns abkassiert. Wir haben erstmal so 30 Sekunden nichts gesagt. Ein Kaffee. Also, zu geil. Also, guten Kaffee hast du gekriegt, aber war dann doch ein Schock. Na gut, okay. Ja, muss... Paul, reist du eigentlich mit eigener Kaffeemaschine oder so? Oder? Ne, ich habe es jetzt überlegt für den Blog EMWM. Ich habe ja so eine Rocket Appartamento mir jetzt mal geholt, die mitzunehmen. Aber mache ich wahrscheinlich nicht, weil wir Cardio aus Italien mit zurücknehmen müssen und das wird, glaube ich, zu eng im Auto. Ne, aber ich habe immer eine Aeropress mit und so einen Handgrinder. Also ich kann dann Bohnen selber malen. So stelle ich mir das auch vor. Ja. Ist halt nervig, weil Ist aber generell ja schon, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber Heinrich Hausler, der hat, glaube ich, so eine Reise-Siebträgermaschine, ne? Aber ansonsten so Aeropress ist, glaube ich, bei jedem, oder ich würde mal behaupten, bei 80% der Radprofis ja, im Gepäck, oder? Ja, ich habe so ein Stahl-Sieb auch drin, also das, ja, und ist super. Ist halt nur doof, wenn mehrere Leute was wollen, weil dann ein bisschen, also so, das Mühlen dauert schon eine Weile. Und ich bediene Caro ja einmal mit, das mache ich sehr gerne, Caro. Also jetzt nicht irgendwie, ne, falsch verstehen, aber ist auf jeden Fall anstrengend, dafür mehrere Personen dann so Kaffee zu machen. Hören's, Basti. Hat mir nicht endlich der Dingens, du weißt du, wer ich meine. Nachdem wir das, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, ausgegraben hatten, habe ich dann mal eine ganz kurze Internetrecherche zu Oscar Pereiros Fußballkarriere gemacht. Okay, jetzt kommt, was macht eigentlich? Was machte eigentlich Oscar Pereiro im Dezember 2010? Er heuerte beim spanischen eigentlich Zweitligisten, ich kann es nicht aussprechen, das ist wieder so ein baskischer oder katalanischer Name oder so, Coruxo, Corucho wahrscheinlich. Ja, ja, vielleicht. Segunda Division auf jeden Fall, was relativ sicher zweite Liga heißt, an und hat halt gesagt, er wollte sowieso immer Fußballprofi werden. Deswegen haben die den scheinbar angestellt. Und weil er so teilprominent war und einmal die Tour de France gewonnen hatte. Jetzt findet man aber eigentlich nichts weiter, als dass er da 2 oder 3 Spiele in der zweiten Mannschaft von denen gemacht hat, in der dritten Liga. Und da immerhin auch 2 Tore geschossen hat. Aber in der darauffolgenden Saison ist nichts mehr zu lesen. Also hat er die Karriere anscheinend direkt wieder beendet. Aber keiner hat was darüber geschrieben. Ich habe nicht mal spanische Artikel dazu gefunden. Also, wer da mehr Insights findet, gerne durchleiten. Ansonsten war es das jetzt mit Was machte Oscar Pereiro? Ich habe auch dann im Nachhinein nichts mehr gefunden. Ich hoffe, ihm ist nichts zugestoßen. Er war auf jeden Fall noch Hugo Boss Model in Spanien auch. Der hatte so eine ganze Kampagne, nachdem er die Tour gewonnen hat. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, er sah auch kernig aus, Oscar Pereiro.
okay, los geht's. Lass in Spanien bleiben. Ich habe lustige Voicemails eingeholt. Habt ihr sie gehört? Ja. Ja, bis auf die allerletzte, die kurze, habe ich auch alles gehört. Ja. Das ist die beste eigentlich. Okay. Ich habe nur Maurice Ballerstedt noch gefragt, ob er ein paar spanische Wörter gelernt hat, dass er mir vielleicht jetzt noch so ein Intro sprechen kann. Die Voicemail dazu können wir vielleicht jetzt kurz einspielen. Digga, ich hab tatsächlich kein einziges Wort aufgefasst. Also so ein paar Beleidigungen sind gefallen im Peloton, aber sonst leider gar nichts. Hier ist Ballerstedt. Grüße an den Besenwagen. Erstmal, ich freue mich sehr, dass ich bei dieser Vuelta nicht im Besenwagen gelandet bin. Das war mein größtes Ziel. Das habe ich achieved. Auch wenn es in der letzten Woche sehr knapp war. Vor Etappe 20 hatte ich Schüttelfrost und Gliederschmerzen und alles. Das war diese 5000 Höhenmeter Etappe. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Der war ein geiles Ding mit Caden, der ja alles abgeräumt hat. Noch grüne Trikot. Mit Jason war ich auf dem Zimmer, der war auch ein gutes Highlight. Also mit dem habe ich, glaube ich, jetzt 2 Monate verbracht im Höhentrainingslager und bei der Vuelta auf Zimmer. Geiler Typ. Der musste pullen, ich bin Leadout gefahren. Das war echt eine gute Kombi. Wir hatten alle echt sehr viel Spaß, viel Scheiße erlebt, viel Scheiße gelabert. Ja, und ich bin jetzt froh, dass es vorbei ist. Ich muss noch mal in 2 Wochen so ein paar 1.1 erheizen in Frankreich und Münsterland. Aber genau, das war es von mir. Das war ein Erlebnis, mit Abstand das Härteste, was ich hier gemacht habe. Ich kann es nur empfehlen. Also für alle Besenwagenhörer, ihr könnt auch mal so eine Grand Tour mit Münsterland machen. Danach kann man das Leben gleich wieder ganz anders wertschätzen. Aber man hört schon raus, dass es hart war, ne? Ja, ich glaube, leicht war die nicht. Die Rundfahrt, ne, gerade so mit der Besetzung, haben wir es ja im Vorfeld auch schon gesagt, wie stark die Teams da aufgestellt sind. Und ja, also gerade bei der ersten Grand Tour, wenn du da vielleicht noch nicht so die Erfahrung hast und so ein bisschen ins Ungewisse fährst, dann ist es vielleicht auch nochmal so mental ein bisschen schwerer, ne, wenn du noch nicht weiß, wie du reagierst so auf die zweite und oder dann auch dritte Woche und du einfach so jeden Tag so ins Ungewisse leidest. Ja, es ist natürlich vielleicht einfacher für jemanden, der schon weiß, wie sein Körper nach gewissen Belastungen reagiert. Ich glaube, Kim Heiduk hat in seiner Sprachnachricht ja jetzt auch gesagt oder wird es jetzt sagen, je nachdem, wo wir die jetzt einspielen, dass er dann auch nach einem kompletten Ruhetag, den er gemacht hat, nochmal 2 Tage gebraucht hat, um wieder so richtig in den Tritt zu kommen. Servus, Basti. Meine erste Spanien-Rundfahrt war sehr, sehr hart, bin ich ehrlich. Und ich weiß nicht, wenn ich so drüber nachdenke, überwiegen erstmal die negativen, was heißt Erfahrungen, aber Momente, die passiert sind, aber im schlussendlich war es trotzdem irgendwie cool. Aber ja, ich meine, schlimmste Etappe, ich glaube, da gab es nicht nur eine. Ich glaube, es hat angefangen mit der ersten Etappe in Barcelona, als wir De Pluske verloren haben, direkt nach 2 Minuten. Dann ging es weiter mit dem Sturz am nächsten Tag von G und hat sich dann durchgezogen mit dem Ausfall auch von Timon. Ich meine, und für mich persönlich gab es auch echt paar richtig zähe Etappen. Ich glaube, ich bin 2 Tage vor dem ersten Ruhetag gestürzt und die Etappen waren danach waren richtig hart. Aber ich glaube, meine schlimmste Etappe war der Tag nach dem Einzelzeitfahren. Ich weiß nicht, es war so leicht wellig und es war gar nicht so crazy hart, glaube ich. Aber ich habe einfach so gelitten und ich bin an jedem Hügel fast gedroppt. war froh, als ich dann da irgendwie im Ziel war. Die Beine sind dann irgendwie ein bisschen besser geworden. Aber ich habe an dem Ruhetag rausgenommen, um meinem Körper halt die Chance zu geben, sich ganz zu erholen. Und das hat mich dann so 2 Tage gekostet, um da wieder in Fahrt zu kommen. Ich weiß nicht, die lustigste Story ist, ja, ich weiß nicht, die Tourmalet-Etappe, das war im Endeffekt jetzt nicht lustig, aber vielleicht kann man jetzt ein bisschen drüber lachen, aber ja, es war komplett Vollgas den ganzen Tag und ich war dann
mit vielen anderen im Gruppetto schon relativ früh an dem zweiten Anstieg oder eigentlich am ersten richtigen am Aubisque. Und ja, wir hatten eigentlich, also Alpecin hat da das Tempo gemacht in dem Gruppetto und wir sind dann, glaube ich, unten am Tourmalet mit nur 15 Minuten Rückstand angekommen. Und dann hat halt, viele haben es halt sacken lassen und ich auch, weil ich dachte, ja gut, das wird schon passen. Also ich glaube, am Ende waren es 37 Minuten oder sowas, Timecut. Und ja, irgendwie dann so mit 8 Kilometern noch zu fahren oder sowas, 7, hieß es plötzlich, wir haben 25 Minuten Rückstand. Also quasi innerhalb von 4-5 Kilometern haben wir gleich mal, 10 Minuten oder über 10 Minuten verloren. Und dann mussten wir uns natürlich dann unsere Pace ein bisschen ändern. Und am Ende war es dann schon auch vom Auto her hinten ein bisschen panisch, dass es eng werden könnte. Am Ende ist ja jeder durchgekommen, aber ja, da waren schon viele, viele Dead Bodies, würde man jetzt sagen, an dem Berg. Und ich glaube, ich habe am Ende 4 Minuten noch, also war jetzt nie so, dass ich irgendwie in Gefahr war. Ich habe am Ende dann noch irgendwie so einen halben Sprint hingelegt, weil dann irgendwie so ein bisschen Panik ausgebrochen ist bei allen. Und ich glaube, was G gesagt hat, auch situationsbedingt, Spanien ist nur zum Urlaub machen und nicht zum Rennen fahren. Ich weiß nicht, ob das so zutrifft, aber der Gedanke kam schon öfter durch oder ging schon öfter durch meinen Kopf während den 3 Wochen. Ja, aber ich glaube auch, dass die Vuelta dieses Jahr nochmal besonders hart war, vielleicht im Vergleich zu einer Ausgabe in den letzten Jahren, einfach durch die Qualität der Fahrer. Ja, also selbst wir als nicht die größten Vuelta-Fans haben uns ja ursprünglich mal drauf gefreut auf das Rennen. Aber Vuelta ist immer noch im September, irgendwann war es nicht mehr so spannend und dann ist einfach auch schon wieder fast scheißegal, ne? Also, ja, es war halt dann. Ich spreche da zumindest für mich. Ja, tatsächlich hat mich das eigentliche Renngeschehen dann auch nur noch zweitrangig interessiert und mich hat einfach interessiert, ob Sepp Kuss jetzt das Ding wirklich gewinnt, egal in welcher Weise. Egal, ob sie es ihm jetzt da vor die Füße legen oder einfach, ob er es durchhält. Und in dem Moment, wo er das dann wirklich gewonnen hatte, fand ich es schon einfach geil, weil man nicht damit rechnen konnte, also ne, kein Mensch gesagt, dass Sepp Kuss die Vuelta gewinnt und welche Rundfahrt in den letzten Jahren hat noch irgendjemand gewonnen, mit dem man nicht gerechnet hatte. Und vielleicht sogar auch die Vuelta, ne, mit Chris Horner. Ja, okay, es ist auch schon ein Weilchen her wieder. Ja gut, und ja. Ja, ich meine, ich verstehe immer noch nicht so ganz, was die anderen Teams sich dabei gedacht haben, denen in der Ausreißergruppe so irgendwie mal 3 Minuten oder was er da geholt hat, zu schenken. Da haben meiner Meinung nach auf jeden Fall Teams wie UAE geschlafen und vielleicht zu viel Vertrauen in die eigenen Fahrer gehabt, die aber noch nicht so die Grand Tour Stabilität gezeigt haben, auch in der Vergangenheit. Mhm. Ich meine, Sepp Kuss hat auch noch keine Grand Tour so richtig auf GC gefahren. Aber man hat bei ihm zumindest immer gesehen, dass er in der letzten Woche noch absolut so performt hat wie in den ersten 2 Wochen. Aber ja, klar, das war so dann die Überlegung, ne? Schafft er das, ohne einzubrechen, die 3 Wochen durchzufahren? Dann ist er eigentlich, ne? Also dann war halt noch kurzzeitig die Frage, lässt das Team ihn denn auch gewinnen? Ne? Am Ende haben sie ihn gewinnen lassen, beziehungsweise ihn so nicht mehr angegriffen. Ja, also ich glaube schon, dass die 17 Sekunden oder was er jetzt am Ende oder zwischenzeitlich mehr hatte auf Vingegaard, dass wenn die es so richtig ausgefahren hätten, schon, dass er das nicht verteidigt hätte. Nee, auf keinen Fall. Aber Radsport ist halt doch irgendwo ein Teamsport. Ja? Also ist so ein bisschen ein Mix aus Individualsport und Teamsport. Und von daher, glaube ich, hat man am Ende eingesehen, dass es wahrscheinlich am besten ist, nach außen hin die Vuelta mit Sepp Kuss zu gewinnen. Vor allem, weil man jetzt so schöne Fotos zusammen machen kann. Ich glaube, das haben sie sich am Ende überlegt. Es sieht doch besser aus, wenn man mit drei Leuten die 3 großen Rundfahrten gewinnt und alle auf einem Foto drauf sind, als so
Vingegaard, der jetzt noch ein rotes Trikot oder ein Roglic, der noch ein rotes Trikot so mit in die Kamera hält. Ja, aber ganz ehrlich, jetzt auch, ey, KT-Team, viel kleineres Rennen, du attackierst doch keinen Teamkollegen, oder? Egal, ob du der Stärkere dann bist. Ja, doch, im KT-Team schon, glaube ich. Okay. Da auf jeden Fall. Meistens ist es ja auch so, dass du dafür bezahlt wirst, deinen Kapitän nicht anzugreifen. Ne? Also gerade so in den Top-Jahren von Ineos, glaube ich, da wurden die Helfer so großzügig entlohnt, dass sie gar keine eigenen Ambitionen mehr haben. Ja, aber jetzt mal so in der Situation, wo halt zufällig jetzt der Helfer dann in Führung ist, ist jetzt mal so ganz moralisch, radsporttechnisch gesehen. Weiß ich, würde ich nicht so sagen. Fährst du keinen Teamkollegen hinterher? Es kommt ganz auf den Fahrer drauf an. Und ich glaube, so Fahrer wie Roglic und wahrscheinlich auch Vingegaard, das sind halt Typen, die wollen halt immer gewinnen. So, man sieht es ja auch bei Roglic, ne, bei den Rennen, die er fährt, wo er vielleicht auch als Leader jetzt nicht unbedingt gewinnen muss. Ne? In der Vergangenheit hat man öfter gesehen, dass dann so der Führende in der Rundfahrt dann oftmals seinen Konkurrenten, mit dem er da am Ende noch war, den Tagessieg überlassen hat. Das hat alles abgenommen, so. Das passiert nicht mehr häufig. Und das liegt zum Teil auch einfach an der Mentalität der Fahrer. Die wollen halt einfach immer gewinnen. Und man verschenkt auch nicht einfach so einen Grand Tour-Sieg. Also wenn du die wirklich reelle Chance hast, das zu gewinnen, auch wenn es dein Teamkollege ist, ich glaube, da überlegst du dreimal zu sagen, okay, ich gewinne jetzt nicht. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Teamleitung die Entscheidung getroffen hat und nicht die Fahrer gesagt haben, ja komm, lass mal den Seppel jetzt mal gewinnen. Jetzt aber mal ein lustiges Management-Gedankenspiel. Andreas Stauf ist der Agent von Primoz Roglic. Und Primoz Roglic hat 250, 300.000 Prämie für Vuelta-Sieg drinstehen. Was macht Manager Andreas Stauf? Ich hoffe, mein Fahrer hätte eine größere Prämie. Ja. Ja, auch das, ne, kommt noch natürlich in so einer Entscheidung mit dazu. Lässt du die jetzt liegen, ne, so. Gehst du hin zum Team und sagst, hier, wenn vielleicht du vielleicht wurden da auch Vereinbarungen getroffen, dass die beiden trotzdem eine Prämie bekommen, auch wenn Kuss jetzt gewinnt. Ich glaube, insgesamt würde das für das Team auch Sinn machen. Ja? Du hast einfach eine schöne Außendarstellung, wie es jetzt am Ende gelaufen ist. Zwischendurch war die Stimmungslage ja nicht so geil. Also das wurde ja offen kritisiert. Mhm. Und da hat man dann, glaube ich, relativ schnell auch reagiert. Und dann am Ende, ja, ihn nicht mehr angegriffen. Glaube ich, können jetzt am Ende alle froh mit sein. Also Team und Sepp Kuss und vielleicht auch Vingegaard und Roglic, weil sie noch ihre Prämie irgendwie bekommen haben. Aber ja, manche, wie gesagt, ich glaube, es war nicht selbstverständlich, so wie das halt auch viele gesehen haben, dass der Sieg einfach so dem, der jetzt zuerst in die Führungsrolle oder in die Führungsposition gekommen ist, überlassen wird. Ich kann mich auch noch mal an eine Situation erinnern, so ähnliches Beispiel. Da hat Alexander Kristoff bei der Norwegen-Rundfahrt dem letzten Rennen von dem damaligen Nationalhelm Thor Hushovd in seiner Heimatstadt, hat er den Sieg noch so quasi weggeschnappt. Also Hushovd ist weggefahren und Kristoff hat dann im Sprint so das Loch zugefahren zu ihm und ihn dann noch abgesprintet und dann so richtig so überschwänglich gejubelt und wurde dafür auch so krass kritisiert. Und wir haben uns auf dem Rückflug am nächsten Tag noch irgendwie unterhalten und der hat es gar nicht verstanden, warum die Leute ihn dafür kritisiert haben, weil er meinte so, ja, ich will das Rennen halt gewinnen. So, ne, ist mir doch egal, wer da Zweiter, Dritter wird. So, wenn ich das Rennen gewinnen kann, dann gewinne ich. Und ich glaube, so Fahrer, die einfach, ne, wie Kristoff in den Jahren so Seriensieger sind, die haben einfach so eine Killer-Mentalität, wie man es so sagt. Mhm. Und die schaltest du halt einfach nicht ab, weil dein Teamkollege halt gerade
in der Führung, im Führungstrikot ist, weil er halt in der Ausreißergruppe drin saß. Hm. So, ne? Also da ist dann Radsport halt schon nicht eine reine Teamsportart, wo am Ende das Team gewinnt, sondern es gibt immer noch eine individuelle Wertung oder eine Gesamteinzelwertung. Und Fahrer, die immer, oder Siegfahrer haben halt auch so eine eigene Mentalität. Lass mal ein bisschen in die Tiefe gehen. So, wir haben auch ein Summary von Ben Zwiehoff in diesem Fall. Und ich weiß, dass Ben halt mit einer schon sehr guten Form reingegangen ist in die Vuelta und natürlich irgendwie Aufgaben hatte, aber auch Freiheit hatte, in Gruppen zu gehen und sich mal auszuprobieren. Und dass dann, gut, A, eine kleine Erkältung mit reinkam, B, aber auch in der dritten Woche wir einfach geschrieben haben und die Erkenntnis kam oder er uns immer geschrieben hat, du, ich brauch's überhaupt nicht probieren. Es geht Remco in die Gruppe oder Jumbo fährt all out. Hier, wir brauchen überhaupt nicht mehr probieren, in die Gruppe zu gehen. Die Kraft kann ich mir sparen. Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vom legendären Besenwagen. Was soll ich sagen? Ich hing unter dem kolossalen Tempo von Jumbo Visma ziemlich oft einfach nur in der Reihe drin und habe mir gehofft, dass das Ganze vorbei ist. Wir waren in einigen Breakaways vertreten mit nur Champions drin, unter anderem Geraint Thomas, Remco Evenepoel, Lennart Kemner und so weiter, was auch ziemlich cool war, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ganz klar, mein Highlight der Vuelta war eigentlich vom Prinzip die Angliru-Etappe, die einfach von der Länge und vom Charakter so meinen Fähigkeiten auch am besten entsprochen hat. Leider war ich in der zweiten Woche ein wenig erkältet, was dazu geführt hat, dass das Ganze dann doch schwieriger war als vielleicht mit hundertprozentiger Form, die ich eigentlich in der ersten Woche noch hatte. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, war das auf jeden Fall die beste Etappe, auch vom Vibe im Ziel mit dem Nebel in Wolken drin, tausende Zuschauer, das war schon ganz geil. Also da muss ich schon sagen, war die Vuelta ganz weit vorne mit dabei dieses Jahr. Was das dümmste Missgeschick angeht, was so quasi bei dieser Vuelta passiert ist, würde ich tatsächlich das erste Wochenende in general sagen, wo der Veranstalter ein bisschen Pech mit dem Wetter natürlich hatte, aber auch gerade in Barcelona und ja beim Teamzeitfahren und bei der ersten Etappe ein wenig unglücklich vielleicht reagiert hat. An sich waren die Entscheidungen am Ende alle richtig, aber es war schon teilweise ein bisschen chaotisch, wie es da an diesem ersten Wochenende zugegangen ist. Gerade das Teamzeitfahren im Dunkeln war, glaube ich, für den Zuschauer geil, für uns Fahrer war es dann doch irgendwie so ein bisschen on the edge, weil wir einfach gesagt haben, es muss ja nicht sein, dass jetzt am ersten Tag von einer 3-Wochen-Rundfahrt schon diverse Leute irgendwie rausfliegen mit Verletzungen oder sonstigen Geschichten. Von daher, das war so ein bisschen das, was eventuell nicht so gut gefallen hat, aber an sich war die Vuelta 2023 eine coole Grand Tour, die mir echt Spaß gemacht hat und ja, ich bin stolz, dass ich meine dritte schon jetzt gefinisht habe, meine Helferdienste erledigen konnte und ja, unseren Belgier, der meiner Meinung nach eine große Zukunft vor sich hat, gut in Szene setzen konnte. Ich hoffe, das waren jetzt erstmal genug Insights. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und liebe Grüße. So, welche Etappe ist euch am meisten im Gedächtnis geblieben? Boah, ja, eigentlich auch die Etappe, wo Remco den Einbruch hatte. Ja, also das war so, da war eigentlich klar, okay, die Vuelta geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Eine Zeit lang war nicht klar, so, okay, wie viel Zeit wird er verlieren? Am Ende hat er, glaube ich, fast eine halbe Stunde verloren. UAE mit Almeida an dem Tag auch Zeit gelassen, der ist auch krank geworden nach dem Zeitfahren. Und da war die Tour ja mehr oder weniger entschieden. So, da wusste noch nicht, wer am Ende gewinnt, aber mit Evenepoel so der Einzige, der wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt noch Jumbo Visma gefährlich werden konnte, war raus. Und da nach dem Tag war eigentlich so,
ja, okay, jetzt ist nicht mehr so spannend, fand ich jetzt zumindest. Ja, würde ich, weiß ich genauso. Als ich, glaube ich, ich hatte angeschaltet und dann sehe ich nur die Rückstände und habe dann halt einfach auch so direkt abgeschaltet wieder, wo ich dachte, okay, das war die Tourmalet-Etappe, ne? glaube ich, ja. Das war halt, ja, irgendwie fand ich dann auch erstmal ein paar Tage echt sehr, sehr langweilig, bis dann halt dieses Ding da anfing mit, wer ist Kapitän, wer darf gewinnen und pipapo, ja. Aber sonst, mir fällt jetzt gerade keine Etappe ein, die ich super spektakulär fand, muss ich sagen. Also, ich habe dann. Also, die Bergetappen waren eigentlich alle schon irgendwie spannend, so, ne? Aber um so eine Grand Tour dann so komplett zu machen, da hat halt bei den anderen Etappen irgendwas gefehlt, oder? Also, das jetzt irgendwie, jetzt ohne Caden Groves zu nahe treten zu wollen, dass der da halt so 3 oder 4 Etappen abräumt. Und also wahrscheinlich hätte er noch mehr gewonnen, wenn er ein bisschen mehr Glück oder weniger Pech gehabt hätte. Ja? Also der war einfach der überragende Sprinter. Aber ist halt auch nur, muss man ja sagen, zweite Reihe Sprinter. So ist es jetzt nicht so der Star unter den Sprintern. Und vor allem seine Konkurrenz war ja dann nochmal eine Nummer schlechter, so, oder eine Klasse schlechter. Ich finde, das war dann auch so, okay, so die Sprintetappen, die ich mir sonst eigentlich immer am liebsten angucke, die waren halt auch komplett langweilig so ein bisschen. So am Anfang fand ich noch ganz witzig, so wie unorganisiert die Teams oder die Sprints dann aussahen im Vergleich zur Tour zum Beispiel. Das hat mich schon sehr eher an so 1.1 Rennen erinnert. So auch die Fahrweise von dem einen oder anderen im Finale. Ja, aber irgendwie da, um dann so dieses Feeling, was du beim Giro oder bei der Tour hast, wo du jede Etappe irgendwie so mit Spannung oder mit fieberst, ja, das war bei der Vuelta eigentlich, das ging, hat sich alles nur um den Gesamtsieg gedreht und dann ja ab der Tour Malé-Etappe war es dann eigentlich auch mehr oder weniger die Luft raus. Also keine Ahnung. Ich habe schon zwischenzeitlich gedacht, boah, ey, Vuelta, könnten die das nicht mal wieder so in April legen oder so? Ich glaube, vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren oder so war die Vuelta, glaube ich, mal im Frühjahr. Ja, ist doch schon lange die Diskussion, beziehungsweise ist keine reelle Diskussion, aber man fragt sich, ob nicht Vuelta und Giro Plätze tauschen sollten. Ja, aber macht es das dann besser? Also dieses Jahr hattest du die WM zwar im August, normalerweise hast du die jetzt Ende September noch, wo es wahrscheinlich auch nie so die Favoriten auf die WM eine ganze Vuelta lang sehen. Ja, keine Ahnung. Also vielleicht gibt es ja auch Leute, die finden die Vuelta super, weil es irgendwas da gibt, was die spannend finden. Für mich ist es jetzt einfach so irgendwie so ein bisschen Überreiz, ne? So wie jedes Jahr September. Langsam könnte mal die Saison zu Ende sein. Vielleicht habe ich das noch so als Fahrer, als ehemaliger Fahrer in mir. Keine Ahnung. So wenn es auf den Oktober zugeht, ist eigentlich die Zeit des Radsports, Straßenradsports vorbei, sagen wir so. Septemberitis. Ja. Meine Top-Etappe auf jeden Fall die letzte. Wie geil war bitte dieser Sprint, nicht Sprint. Also Remco, weiß nicht, kann man ihm ja schon zugute halten, hat diesen Scheißtag, setzt sich aber nachher hin und macht die beste Show, die er noch rausholen kann. Und in dieser letzten Etappe, diese Gruppe, die eigentlich dann 300 Meter vor Ziel oder 500 Meter vor Ziel eingeholt ist und Remco sprintet einfach 500 Meter lang und zieht Caden Groves mit und Nico Denz, der irgendwie vorher schon 20 Minuten lang fast abgefallen ist und dann noch auf dem dritten sprintet. Super geil. Gutes Finale auf jeden Fall. Servus, ja, also mit meiner Vuelta allgemein bin ich sehr zufrieden. Wir hatten eine geile Truppe mit großem deutschen Kern am Start. Dann ergänzt mit auch Leistungsträgern aus dem Ausland, will ich mal sagen. Ja, wir hatten mega viel Spaß und wollten uns auf der letzten Etappe ja eigentlich einfach nur ballern. Erstmal war so der Gedanke mit Lenny. Dann sind wir halt losgefahren nach der Sprintwertung. Eigentlich mit dem Gedanken, ja, wir fahren einfach mal und gucken, was passiert. Und dann springen da halt ein paar Champions von hinten nach vorne, wodurch die Sache dann ja auch ein bisschen seriöser geworden ist. Und dann ja gab es nicht so viel Überlegen, einfach voll Anschlag bis zum Ende. Ja, ich habe dann auch ein bisschen geklemmt, weil ja, wir sind knappe Stunde da komplett am Limit gefahren. Und
letzten Runden habe ich dann versucht, mich irgendwie noch halbwegs zu erholen. Das hat natürlich dann auch nur mäßig funktioniert und Lenny ist halt voll durchgegangen und ich habe halt versucht, noch irgendwie mitzusprinten, aber gegen Caden Groves, Gunner etc. War das halt schon echt ein schwerer Auftrag, aber ich bin super happy mit dem dritten Platz und ja, vor allem war es eine geile Aktion und ja, unterstreicht eigentlich eine gute Vuelta von uns allen. Bin super happy und jetzt erstmal ein bisschen Urlaub machen daheim. Grüße euch! Meint ihr, Remco hatte so einen physischen Off-Day oder hat es einfach nicht gepackt, so dem Druck standzuhalten, mental? Ich glaube, der hat einen physischen Off-Day, aber hatte er doch beim Giro war krank oder hatte Covid. Aber ich meine, wahrscheinlich nächstes Jahr gewinnt er dann die Tour, so, keine Ahnung, aber momentan würde ich sagen, glaube ich nicht, dass er in der Lage ist, über 3 Wochen auf dem Niveau, das es braucht, ja, wenn jetzt Jumbo da ist und irgendwie UAE, dass er da gut genug ist, um zu gewinnen. Also ich rede nicht vom Podium, sondern um zu gewinnen. Hm. Ich glaube, dass er, ja, ganz ehrlich, ich glaube, dass er es an 19 von 21 Tagen ist oder an 20, aber halt nicht an allen Tagen. Und es ist mir jetzt schon einfach ein bisschen, also es ist irgendwas, ne? Also entweder, also okay, Covid, das war Pech, aber du merkst, also man hat irgendwie ein bisschen das Gefühl, wenn es so ein Ticken zu straff wird, dann ist irgendwas. Weißt du, ich meine? Also es ist nie so der perfekte Run und er ist momentan, finde ich, auch nicht in der Lage, mit Rückschlägen in dem Moment gut umzugehen, dass es keine Katastrophe wird. Ich bin jetzt auch nicht ein Remco-Fan geworden, aber ich kann es auf jeden Fall sehr zu schätzen wissen, was er da gemacht hat bei der Vuelta, eigentlich kann man froh sein, dass er abgefallen ist, weil ich glaube nicht, dass er gut genug war, um die Jungs so zu ärgern, ja, damit sie sich irgendwie in die Hose machen, aber dadurch hat er halt so geile Etappen halt dann irgendwie dann doch noch geliefert, weißt du, mit den Attacken und so, und klar ist es für die anderen Fahrer scheiße, dann, wenn du weißt, keine Ahnung, erste Woche ist ein Lennart Kemna in der Gruppe, Chance sinkt, ab zweite, dritte Woche war es dann halt Remco und deine Chance sinkt irgendwie auf den Etappensieg, aber für so als Fan ist natürlich gut, ja, dass dann so diese Spitzenfahrer auch mal in den Gruppen unterwegs sind und so, finde ich zumindest. Hut ab an Wout Poels übrigens. Ja, genau. Ja. Der hat dieses Jahr aus der Gruppe Wout geschlagen und Remco geschlagen. Bei Tour und Vuelta. Nicht schlecht. Ja, aber ich bin da völlig bei dir. Und so mit dem Line-Up, was Jumbo jetzt gefahren ist, klar, die Konkurrenz war nicht so groß wie sonst, aber da kann sich halt jedes Team warm anziehen. Ich weiß nicht, ob UAE mit dem absoluten Top-Team, die müssen halt auch ein bisschen spaßbefreiter Rennen fahren, wenn sie dagegen halten wollen. Boah, ja, bei UAE verstehe ich manche taktischen Entscheidungen einfach nicht. Gut, und ist halt auch so Lehrteam gewesen, ne? Ja, also das zum Beispiel hätte ich niemals gemacht. Also ich hätte dem niemals quasi die Aufgabe gegeben, ne, Sepp Kuss quasi zu bewachen und dann zu hoffen, dass er Sepp Kuss quasi den Vorsprung oder den Vuelta-Sieg, ja, wenn die Abstände zu den anderen Favoriten gleich geblieben wären, irgendwie noch streitig machen könnte. Für mich ist so ein Etappenjäger, aber kein Mann für die Gesamtwertung. Und man hatte ja auch noch Jay Vine in der Gruppe. Aber da ist jetzt auch irgendwie, ne, so ein bisschen Lotterie wäre das gewesen, ob der das 3 Wochen lang durchstehen kann. Also da hat man, glaube ich, einfach die Vuelta verschenkt. Gut, man muss jetzt sagen, am Ende waren jetzt, wird Almeida krank, Ayuso weiß ich jetzt nicht, aber der hatte auch nicht die Form, um Vingegaard oder Roglic irgendwie einen Sieg streitig zu machen, wenn es irgendwie anders gelaufen wäre. Aber also bei so wie Evenepoel dann noch die Vuelta zu Ende fährt, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der einen Tag so schlecht sein kann. So, ne? Also physisch. Ich glaube, das war einfach, also klar, die Etappe war ultra schwer. Er ist ja immerhin noch 60. geworden, hat zwar eine halbe Stunde Rückstand gehabt, aber hinter ihm kam ja noch eine ganze Menge andere. Ja gut, aber die hätte er, glaube ich, auch nicht kassiert, die halbe Stunde, wenn er nicht, also wenn er voll gefahren wäre, dann wäre es keine halbe Stunde gewesen. Ne? Also ich glaube, das hat es auch so sehr sacken lassen. Ja.
Aber ja, Chapeau auf jeden Fall, dass es dann doch so zu Ende fährt. Man merkt ihm schon so langsam so eine gewisse Reife an. Ich glaube, so vor einem Jahr oder vor zwei wäre er auf jeden Fall ausgestiegen an der Stelle. Oder ist er ja auch, ne, zum Teil. Ja, aber ich hatte auch immer das Gefühl, Paul, so, dass der irgendwie nicht so für die drei Wochen gemacht ist. Er hat zwar jetzt schon einmal eine Vuelta gewonnen, aber ja, wir werden es sehen. Viele andere sind auch davon überzeugt, dass er auf jeden Fall ein Grand Tour Contender ist und sein wird in Zukunft. Ich glaube, nächstes Jahr Tour de France wird es dann nochmal einen absoluten Showdown geben. Vielleicht sieht man dann da das, was man sich von der Vuelta erhofft hat, ne? Weil Pogacar wird dazu stoßen. Ich glaube, UAE wird da auf jeden Fall das beste Line-Up hinschicken, was sie haben. Ich sag mal, nach zwei verlorenen Tour de France, ja, mal sehen. Ist noch lang bis dahin, aber ja. Ich glaube aber auch, dass man bei Remco es einfach auch sehen, also dass sich gewisse Leute, ich meine, die wissen es genauso wenig, wie wir es wissen, solange es nicht passiert. So, und ich glaube, da kann man auf beiden Seiten stehen. Ich glaube auch, dass sich viele, die das wünschen, dass er es kann, also ist der Wunsch immer, der größer ist als die Realität. Da muss man dann jetzt aber auch sagen, für das Übertalent, was er ist, in ganz vielen Bereichen, hat er mir in dem Maßen noch nicht genug abgeliefert. Bei den Chancen, die er hatte. Jetzt im Verhältnis zu einem Pogacar, zu einem Wieniger. Also, wenn du siehst, gegen welche Leute er da antritt, na, und ich meine, da kommen jetzt gerade andere ja auch schon wieder nach von unten, wo du ja selber auch sagst, ich meine, Martinez, das wird jetzt auch noch ein Jahr dauern und dann sehen wir da auch noch mal irgendwie andere Verhältnisse. Und was Jumbo da abzieht, ich meine, mit welchem Team die jetzt da waren, da waren auch noch nicht, da haben noch welche gefehlt, jetzt nicht die Rundfahrt gewinnen können, aber die Helferdienste. Also es ist ja, ich glaube, wir kommen da jetzt eventuell in ein Zeitalter von vielleicht so 2-3 Jahren maximal, aber wo wir halt so harte Sky-Vibes haben, nur noch krasser, weißt du? Also. Ja, also aktuell sehe ich das auch. Ich glaube nicht, dass, ja, ich sag mal, nächstes Jahr auf jeden Fall nicht irgendein Team, ja, Jumbo-Visma gefährlich werden kann, so wie die sich gerade aufstellen. Ich glaube, so die Struktur, die Jumbo-Visma in den letzten Jahren aufgebaut hat, also man muss ja auch sagen, das ist jetzt gerade das Ergebnis von, das hat sich schon länger über einen längeren Zeitraum angebahnt. Ja, die sind ja jetzt nicht von heute auf morgen gut geworden, sondern haben ja eigentlich die Fahrer, die sie, mit denen sie jetzt vorne sind, ausgebildet. Ja, also ich glaube, Vingegaard hat ein ganz weniger auf der Rechnung, bevor er den Durchbruch mit Jumbo-Visma geschafft hat. Die machen da schon einen sehr guten Job und auch mit der Betreuung. Ja, also die machen ja, holen, glaube ich, aus jedem Fahrer einfach das Beste raus. Und da sind die Hälfte der World Tour Teams noch lange nicht angelangt, ja, bei so einer Betreuung. Das liegt natürlich auch zum Teil am Budget, weil viele Fahrer, viele Teams können, glaube ich, budgetär einfach da nicht mithalten. Aber auch von der Organisation her fehlt es da vielen an der Idee und dann aber auch an der, ja, Expertise. Also selbst wenn du jetzt das Budget hättest, sag ich mal, ne, so wie Jumbo-Visma, jeden Fahrer mit 6 Personen zu betreuen, ja, vom Ernährungsberater über den Trainer bis zum Psychologen, musst du ja die Leute auch erstmal finden, die dafür geeignet sind. Und das dauert natürlich auch eine Zeit. Und du musst es halt auch irgendwie unter einem Hut halten, ne? Also so, du kannst ja die besten Fahrer der Welt haben, wenn die dann aber nicht richtig zusammenfahren oder da halt irgendwie zwei, drei Leute drin sind, die ihr eigenes Ding machen, funktioniert es halt auch nicht. Ja, das auch. Ne? Ja, gut, aber natürlich auch das People-Management, also das noch dazu kommt. Aber auch bei der World jetzt gerade gesehen, das war bei Jumbo auch kurz. Aber sie kriegen es hin. Ja, aber am aber, Ende, ne? Auch nur, ich sag, die haben es nur hinbekommen, weil Sepp noch gut genug war Angliro, du weißt, wie ich meine, und dass Landa das Spielchen mitgespielt hat und ihnen das überlassen hat, so gesehen. Mhm. Der hat nämlich nicht gegengehalten. So, das ist dann so, ich glaube, wenn da noch ein Ticken mehr Rückstand gewesen wäre, dann wäre das, glaube ich, in eine andere Richtung gekippt, weil ich glaube schon, dass Roglic unbedingt gewinnen wollte. Und da denke ich, dass man im Hintergrund, das wirst du nicht mit Worten, also da
kann mir jetzt auch einer erzählen, was sie wollen und diese ganze PR-Story, das haben die mit Geld geregelt. Da kann ja, denke ich auch. Also genau da, das ist mein, da kann mein mir, Take. Da kann mir keiner sagen, ja, okay, das sieht auf dem Foto schöner aus. Das werden die sich richtig bezahlt haben. Und das ist auch in Ordnung, auch ja. Fair enough, weil letztendlich historisch gesehen sieht das, sieht einfach wirklich schöner aus, wie Andi vorhin schon sagt, mit diesen Fotos. Und ich weiß nicht, wer es von euch beiden gesagt hat. Ja, aber, und für Sepp Kuss ist das ja Hammer. So, das ist aber es war die Vergoldung teuer. Seiner Karriere. Ja. Ja, aber es war nicht teuer für Sepp Kuss, sondern war teuer fürs Team. Nee. Und in dem Fall hat, glaube ich, Twitter oder X auf jeden Fall auch einen großen Einfluss gehabt, muss man sagen, auf das, was dann vielleicht da im Team entschieden wurde. Ja. Aber das ist ein PR-Desaster. Das ja, ich glaube, also trotzdem nochmal abschließend wird Jumbo-Visma einfach das Team sein, was sie, wie du sagst, Basti, glaube ich, auch den Zeitraum dominiert, wenn sie es schaffen, das Team so zusammenzuhalten. Aber auch selbst wenn, ich glaube, selbst wenn jetzt so ein Fahrer wie Roglic gehen sollte, was ja immer so gerüchteweise mal zirkuliert, wird das zu verkraften sein. Ich meine, so einen Laporte haben sie jetzt schon halten können, der mit Sicherheit auch in jedem anderen Team irgendwie als Klassiker-Kapitän hätte starten können. Ja, und bei den Neuverpflichtungen und vor allem auch in der Nachwuchsarbeit kommen ja dann auch schon wieder die nächsten Talente nach. Gefühlt also es fühlt sich gerade so an, dass die einzigen Teams, also was in der Pipeline, also ich finde UAE ist eigentlich das einzige Team, was das Potenzial hat, sowohl finanziell als eventuell auch die Leute, also sich zumindest rankaufen können. Und ich finde die Verpflichtung ganz gut. Aber was Trek macht, finde ich interessant. Trek. Jetzt auch mit, die haben El Tractor verpflichtet, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber die machen so, die machen für mich so ganz klare Verpflichtungen hinsichtlich die. Also die wollen das Thema Grand Tour ernst nehmen, weil sonst verpflichtest du da gewisse Fahrer gar nicht. Und das finde ich interessant. So, also ich glaube, es sind schon so ein paar Teams in der Pipeline, aber ja, es wird die 2-3 Jahre, glaube ich, dauern, bis man da auf Jumbo Augenhöhe ist. Und das haben wir immer gesehen. Ne? Es gab immer so diese Perioden, einfach wo ein Team dominiert hat. Und sicherlich ist das, was bei Jumbo gerade ist, das toppt alles vorige nochmal, aber auch weil der Sport halt viel professioneller ist. Ja, ich glaube auch, dass jetzt durch mehr Budget einfach bei Little Track nochmal mehr möglich sein kann. Die Organisation, die dahinter steht, ist auf jeden Fall kompetent genug, um das umzusetzen. Und ich glaube, das Ziel, ich weiß gar nicht, ob sie es offen kommuniziert haben, ist ja schon auf jeden Fall so eines oder das beste Team der Welt zu werden. Und mal sehen. Ich glaube, nächstes Jahr wird es schon ganz gut laufen. Sie sind ja auch dieses Jahr zumindest mal bei den Klassikern so, schon sehr stark gewesen. Klar, so ein Rundfahrer hat gefehlt. Da versuchen sie sich jetzt zumindest schon mal so ein bisschen dafür aufzustellen, dass man um Podium mitfahren kann. Man weiß auch nicht, wie gut so ein Skelmose noch werden kann. Der ist ja auch noch relativ neu, sage ich mal, in der Weltspitze. Zumindest mal in der Weltspitze. Und aber auch erst 22, also der hat theoretisch noch einiges an Potenzial, was er da in welche Richtung er sich entwickeln kann. Und ja, aber viele Teams sind es auf jeden Fall nicht, die denen das da streitig machen können in den nächsten Jahren. Aber man kann auch, glaube ich, nicht jedes Jahr so eine Saison fahren, wie es Jumbo-Visma dieses Jahr gemacht hat. Kommt immer mal irgendwann was dazwischen. Ja, eine Erkältung oder ein Sturz zur falschen Zeit. Kann auch mal so ein ganzes Frühjahr oder ganzen Sommer versauen, ne, für vielleicht dann den wichtigsten Fahrer. Ich meine, keine Ahnung, letztes Jahr bei den Klassikern zum Beispiel war ja jetzt, ich glaube, bei Paris-Roubaix sind Jumbo-Visma gefühlt alle Reifen geplatzt und Laufräder gebrochen, so, ne? Aber gut, ist halt so. Ich bin mal gespannt, vielleicht finden sie keinen neuen Sponsor. Der ja, läuft ja ey, das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau. Das wäre blöd. Beste Team der Welt, aber doch irgendwie offiziell zumindest noch sponsorenlos. Also zumindest mal wird mitgeteilt, dass da alles safe ist. Man weiß nur noch nicht, wer da Sponsor wird. Mehr weiß ich auch nicht. Ja,
Darf ich kurz ich will ganz kurz einen Abstecher machen. Einfach nur, ja, 2 Minuten. Mach. Ja. Ich habe dir vorhin gesagt. Sei einfach wie in deinem eigenen Podcast hier, Paul. Er ist ja auch mein eigener Podcast hier. Ist ja unser. Ja. Also. Das war der Witz. Also, ich habe vorhin, ich bin Saarland-Rundfahrt gefahren und ich möchte jetzt irgendwie, weil wir erreichen ein paar Leute, echt nochmal irgendwie so ein Lob aussprechen. Das ist so, ich bin es ja jetzt länger nicht gefahren und wenn dann davor nur im Auto, aber jetzt so als Fahrer selber, das ist ein echt geiles Rennen. Also erstmal schöne Strecke. Wir sind, dieser war es auch länger, 170 Kilometer, aber halt auch mega sicher. Also das ist so, das ist einfach für eine, also du hast nicht das Gefühl, du fährst eine Bundesliga-Radrennen. Also ich bin, ich war richtig, richtig begeistert. Großes Lob da an die Veranstalter. Finde ich echt geil. Und ich finde es schade, dass das nicht mehr Aufmerksamkeit bekommt, das Rennen. Also. Ja, leider dieses Jahr auch kein Livestream gewesen, weil ja tatsächlich die letzten 3 Jahre Livestream gewesen und ich habe heute Morgen noch mit dem Veranstalter telefoniert, also Grüße gehen raus. Und ich habe mich schon geärgert, weil ich durfte ja immer kommentieren und dieses Jahr wäre ja tatsächlich mal das geilste Jahr gewesen zum Kommentieren. Fossi fährt mit, Ole gewinnt, Hammer für mich persönlich. Und aber da muss man halt sagen, es gab so einen Bekannten vom Veranstalter, der schon ein bisschen älter war, der quasi die Produktion übernommen hat für einen nicht so großen Taler. Mhm. Und er hat das dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr gemacht, aus Stress und Altersgründen. Und dann ist es leider halt nicht mehr stemmbar gewesen dann über noch das, dass sie auch sich noch bei der Deutschlandtour natürlich total engagiert hatten und da viele Ressourcen reingeflossen sind. Schade, immer wieder aufs Neue. Es wäre schön, einfach eine gescheite Live-Produktion von der Bundesliga zu haben. Dann wäre es natürlich auch noch schön, wenn man die international öffnen würde. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Diese Dinge fehlen ein bisschen. Aber geil, ja, auf jeden Fall. Ich bin da völlig bei dir. So als Veranstaltung muss man schon sagen, echt krasses Niveau und war echt geil. Also waren auch Fans da und du hast halt. Aber es ist ja nur ein reines Lizenzrennen, ne? Es gibt keine Jedermann-Saarland-Rundfahrt. Ja, das ist sogar noch das Krasse eigentlich auch daran. Weil normalerweise sind ja Jedermänner, die das Ding finanzieren, ne? Also ich finde es, deswegen wollte ich auch fahren, weil ich finde A, B-Rennen, also von A nach B, mega attraktiv und ich habe auch das Bundesliga-Rennen davor, was Deutsche Berg war auch, es hat nicht so Spaß gemacht einfach, ja. Aber es war einfach ein geiles Rennen, schöne Landschaft und ich. Genau, wie gesagt, also ich meine, wir kennen die ja auch, die Veranstalter und aber es ist halt einfach, wollte ich nochmal Lob aussprechen, weil es echt einfach ein mega Event ist und müsste eigentlich echt mehr Beachtung irgendwie finden oder mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Wie war's denn, Paul? Also jetzt mal so leistungstechnisch, der in die Jahre gekommene Paul Voss kommt zurück zu seinen Ursprüngen und also wird auch nur ganz knapp von seinem eigenen Athleten noch abgesprintet am Schluss. Ja, das war nicht mal ein Sprint. Und da kommt ja das Pierre, ich weiß nicht, ob Pierre Kolb, ob er überhaupt den Podcast gehört, habe ich nach dem Rennen aber auch gesagt, da müssen wir noch mal reden. Aber auf jeden Fall. Dafür gibt es übernächste Woche ein paar All-Out- Intervalle im Trainingsplan. Ja, erstmal musst du jetzt Europameisterschaft fahren und hoffentlich, da kann er von mir aus auch alle absprinten. Also das ist auch in Ordnung. Bergmeisterschaft, Rundkurs da, pipapo, ich habe mein Ding da für Lotto. Jetzt zu sagen, ich wäre nicht für Lotto gefahren, wäre auch Quatsch. Ich bin da halt für Jakob gefahren, weil ich ihn trainiere, damit er die Bundesliga noch gewinnt. Hab da so mein Ding gemacht, hat Spaß gemacht. Bin ja für das Team schnelle Stelle gefahren, Bundesliga-Team, wo auch einer Zweiter wird bei der Sauerland-Rundfahrt. Ich glaube Baldus heißt er mit Nachnamen. Simon Baldus, genau. Habe ich Moni auch schon empfohlen. Der fährt erst seit 2 Jahren Rad, ist jetzt zwar aus der U23 schon raus, aber uns hören ja vielleicht auch ein paar Leute zu, den kann man sich mal angucken. Also der kann Rad fahren, der weiß auch, wie er im Feld fährt und der ist auf Stärke, wird er da Zweiter. Ne? Also das war jetzt nicht irgendwie, ich bin glücklich in die Gruppe gekommen, sondern der war da, wo er die Beine hatte. Ja, und Sauerland-Rundfahrt war schon sportlich. Lotto hat da einen auf Jumbo-Visma gemacht. Fand ich beeindruckend. Das war jetzt nicht den ganzen Tag mega hart. Du hast ja gemerkt, dass die meisten grausen vom Tag zuvor. Aber wenn wir schnell gefahren sind, war es auch schon schnell. Und war auch ein geiles Gefühl, irgendwie an diesem
wir sind ja diese Runde gefahren auch von der Deutschen letztes Jahr. Mhm. Und das fährt Lotte voll rein und ich fahre dann irgendwann nach vorne und erhöhe nochmal das Tempo mit der halt nur noch mit Ole und Jakob alleine. Und da habe ich mich richtig wie so ein super dummes Tick gefühlt. Das hat richtig Bock gemacht. Also so Anschlag halt, so ein 5-Minuten-Anstieg da hochgefahren, oben zu dritt. Paul Voss, der super dummes Tick. Und dann halt, weißt du vergisst halt auch, dass du 37 Jahre alt bist. Du kommst halt davor wie so ein U23-Fahrer oder gerade raus aus der U23. Also so fühle ich mich dann zumindest. Und hat Bock gemacht. Dann nochmal attackiert, zu Pierre vorgefahren, der in der Spitzengruppe war, und dann attackiert den letzten Anstieg zum Großteil alleine gefahren. Ich glaube, 4 Kilometer vom Ziel habe ich die dann hinter mir gesehen, die Jungs, und habe vor ihnen gesehen, dass der Nolde nicht weit hinter Jakob war mit der Gruppe. Und da dachte ich, ich investiere da lieber nochmal was, hab gewartet auf die und bin zumindest nochmal 2 Führungen gefahren. Ja, und dann, und Ole, ich weiß nicht, ob ich durchgekommen wäre. Wäre, glaube ich, knapp geworden. Weil die waren hinten halt zu dritt. Und die hätten mich nicht fahren lassen. Also die mussten ja fahren. Und ja, Ole gewinnt dann. War stark. Ballus Zweiter. Und dann bin ich eigentlich 5 Meter vom Ziel noch Dritter. Und die meisten dachten, oh, ich bin Dritter geworden. Aber da fährt der da fährt wirklich der Pierre noch an mir vorbei. Und ich habe die Leistungsdaten gesehen, der ist einfach noch gesprintet. Also der ist. Und ich dachte. Ja, gut. Und ich dachte so, ey, ich dachte so 5 Meter vom Ziel. Das kann er sich da auch nicht nehmen lassen, ganz ehrlich. Seinen alten Coach da irgendwie nicht abzusprinten. Ja, aber das hätte er mir doch geben können. Wir haben ja eben darüber gesprochen, über das Mindset eines Radfahrers. Ja. Und hätte er da quasi seinen alten Coach gewinnen lassen. Ich bin nicht sein alter Coach, ich bin sein aktueller Coach. Sein jung gebliebener. Ja, sein jung gebliebener Coach. Es war aufs Alter bezogen, ja. Paul. Ja, ja. Ja, aber auf jeden Fall. Aber das hört sich so ein bisschen nach PlayStation-Spielen an. Also für mich war. So, oder Pro Cycling Manager. Ja. Für mich war erster und zweiter. Paul Voss hat sich selbst gespielt. Für mich war erster und zweiter Tag wie PlayStation-Spielen. Ne? Also am ersten Tag bin ich erst gefunden an Bergen meistens vorne gefahren und hat auch Bock gemacht und habe Gruppen zurückgeholt. Ich bin halt noch gut drauf, also gut genug dafür zumindest. Und das ist halt geil, wenn du einfach dann Gruppen zufährst. Weißt du, so will ich wie so an der PlayStation. Das macht schon Bock. So. Ja, ey, aber ich habe mich auch gefreut, jetzt mal aus der Management-Perspektive, nämlich 2 Wochen lang intensive Mindset-Gespräche mit Ole geführt, nach WM und L'Avenir, mal an Rennen anders heranzugehen, als er das bis jetzt macht. Und es ist zwar jetzt nur Bundesliga gewesen, aber 1-7-1, glaube ich, scheint ein bisschen gefruchtet zu haben. Ja, also der ist, das Niveau vorne, die fahren, also das ist dann schon schnell, ne? Also das ist dann, das wird dann auch schnell dünn hinten raus, aber das ist schon nicht langsam. Aber man sieht, dass er und auch Pierre halt einfach nochmal ein anderes Standgas gerade haben. So, das ist. Also auch Pierre war den ganzen Tag in der Spitzengruppe, ne? Ja. Also das ist halt, und den Tag vorher auch von vorne gefahren und so. Also es ist, die beiden sind schon echt gut drauf gerade. Ja. Lass noch mal ein bisschen in den Gerüchte-Corner kurz abtauchen. Ich habe hier noch was aufgeschrieben, denn ich hänge natürlich jetzt auch die ganze Zeit ab mit diesen KT-Ärzten. Gestern habe ich die ja kurz alle getroffen auf ihrem Weg nach Belgien. Habe auch kurz Pierre zu seinem Sprint gegen dich interviewt. Ein verlegenes Lächeln nur kam. Aber ich hatte jetzt mehrfach so ein bisschen hier mit dem neuen oder alten Tour de Tietema-Team zu tun und habe versucht, da Sachen rauszufinden, beziehungsweise Athleten irgendwie anzubieten oder habe Kontakt vermittelt oder was auch immer. Aber es bleibt so ein bisschen Mysterium. Es hieß, die werden PKT nächstes Jahr. Weil die haben einen Sponsor, Unibet oder was auch immer, ne? Die den auf dem Weg zum PKT-Team unter die Arme greifen. Aber man hört A, weder Verpflichtungen, B, noch irgendwie Rückmeldungen zu Fahrern, C, habe ich jetzt auch schon gehört, dass sich bestehende gute Fahrer bei anderen Teams bewerben. Könnte das floppen? Ja gut, im Radsport, ne, solange es nicht passiert, kann immer alles floppen. Also, ja,
Hat man schon oft gesehen. Es sieht jetzt gerade so aus, irgendwie für mich. Boah, also ich habe da gar nichts von gehört, muss ich sagen. Also das ist so, weiß ich nicht. Aber die PKT-Nummer hast du mitbekommen, oder? Ja, ja, die wurde ja auch eigentlich so kommuniziert. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht so mal irgendwie was ganz anderes machen, um ihre Fahrer neu vorzustellen, weil die ja auch immer so ein bisschen, ja, sich jetzt nicht darüber lustig machen, aber von sich selbst ja auch sagen, wir wollen es alles ganz anders machen als ein andere, als die anderen Mannschaften. Und ne, das Team basiert ja auch eher auf einem YouTube-Channel, als das jetzt so eine neu entstandene Profimannschaft ist. Ja. Ich glaube, man hat so für den KT-Bereich dieses Jahr einfach ja, eine gute Truppe zusammengestellt. Wenn da jetzt welche von nicht übernommen werden in eine Pro-Conti-Mannschaft, dann kann ich das aber auch verstehen, weil die funktionieren vielleicht im KT-Bereich, in den, ich sag mal so, semi-professionellen Rennen, die es gibt, aber haben wahrscheinlich nicht das Niveau, um so ein Team wirklich weiterzubringen. Ich habe allerdings auch noch von keinem Fahrer gehört, der das Team, der bei dem Team unterschrieben hat. Es sind allerdings auch noch unfassbar viele Fahrer auf dem Markt und auch Talente, die hochkommen und das Niveau hätten, pro Kontinental, also pro Team zu fahren. Also ich glaube, Auswahl gäbe es da immerhin immer noch genug, aber ich habe auch nichts gehört. Ich kann ihm aber jetzt mal, ich weiß nicht, also wenn da gerade die Hütte brennt, dann würde ich wahrscheinlich nicht direkt eine Antwort bekommen, aber ich schreibe ihm jetzt einfach mal. Vielleicht habe ich nächste Woche neue Infos. Wenn nicht, sollte er mal Voicemail schicken, können wir die hier noch einbauen. wer mir auch vielleicht noch eine Voicemail schickt, anderes Thema, ist Carina Schrempf. Ich hätte das eh heute angesprochen, aber die hat mir heute auch geschrieben, ungefragt. Fossi, du wolltest was sagen. Ja, was ist da passiert? Ja, also war ja bei uns im Podcast, gerne nochmal reinhören. Das auch völlig neu im Radsport, Läuferin, die jetzt irgendwie erste Profisaison fährt für Alpecin. Heißen die Alpecin noch? Keine Ahnung. Phoenix, keine Ahnung. Die Koenig Phoenix, ja, keine Ahnung. Und fährt gerade Tour de Romandie, World Tour Rennen und gewinnt eigentlich ihre erste Etappe oder überhaupt ihr erstes Rennen, nehme ich an. Ja, reißt aber statt Tigersprung die Arme hoch. Sie ist auch alleine weg und Feld holt sie ein und verliert so ungefähr um 5 Zentimeter, würde ich sagen. Hat sie dann auch selber, glaube ich, gepostet so. Das können wir nochmal üben. Ich denke aber, sie hat sich auch trotzdem über den zweiten Platz gefreut. Ja, was ich von Walse weiß, der trainiert die zwar nicht bei Alpecin, also der ist ja Coach da, trainiert auch ein paar Frauen vom The Koenig Phoenix oder Phoenix The Koenig Team, wie auch immer sie heißen. Auf jeden Fall meint er aber, dass die wohl auch im Training echt eine Maschine ist. So, wenn die Leadouts machen, dass so im Trainingslager, wo es irgendwie auch so war, dass sie ein Leadout fahren sollte, sie ist aber zu lang gefahren ist und neben ihr die Fahrerin schon gewechselt haben, also rausgegangen sind und sie einmal weitergefahren ist und dann die Sprinterin von ihrem Hinterrad aber auf einen anderen Zug gewechselt ist, weil sie nicht dachte, dass die das noch schafft, aber sie ist einfach mal weitergefahren. Dann aber halt ohne Sprinterin irgendwann. Also die muss wohl gut marschieren. Ja. Ich denke mal, da sehen wir noch ein bisschen was. Weil die lernen ja auch schnell dann, ne? Also ich meine, das ist ja dann, irgendwann hast du den Trick halt auch raus. So. Ja. Ey, apropos Walse. Schönen Gruß von Jeremy Powers an Walse. Und ich würde sagen, wer die letzte Folge von uns auf Englisch noch nicht gehört hat, Paul, ich denke, du hast sie nicht gehört. Nee, natürlich nicht. Du wirst sie auch nicht hören. Nee. Aber dann frag mal, es kam eine sehr lustige Geschichte am Ende der Folge raus von Andy und Jeremy Powers bei Tour of California 2010. Bin ich auch gefahren. Echt? Ja. Ich glaube, da sind wir mit Endura gefahren. Frag mal Andi im Off nach der Geschichte. Es war auf jeden Fall sehr witzig. Jeremy Powers konnte es auch gar nicht fassen, dass er den Fahrer wieder trifft, dem er damals diese Geschichte zu verdanken hatte. Jetzt muss ich gerade erstmal selber gucken, ob ich da gefahren bin. Ich bin auf jeden Fall zweimal Tour of California gefahren.
Ja, okay. Na ja, gut, ich dann höre ich es mir mal an, irgendwann. Nicht. Ja. Ja, letztes Ding, was ich hier noch aufgeschrieben habe, besides natürlich auch Liane Lippert, herzlichen Glückwunsch zum Sieg in der Romandie, ist aber, dass Mathieu van der Poel jetzt tatsächlich auch erst Rennen direkt gewonnen hat in weißer Weltmeisterhose. War nicht sein erstes Rennen. Achso, du meinst das erste Rennen. Gewonnen. Ja, okay. Ne? Ja. Erster Sieg. Der kann das tragen auf jeden Fall. Ja, safe. Nichts anderes erwarte ich jetzt ein Jahr lang. Wie hieß dieses Rennen eigentlich vorher? Also super, super. Erinnert auch so. 8000 Watt Classic. Es wird auch jedes, es heißt irgendwie jedes Jahr anders. Das Primus Classic hieß es vorher, glaube ich. Das ist ja quasi wie Benelux-Rundfahrt, die heißt ja auch jedes Jahr anders, oder? Oder alle zwei Jahre? Es gibt schon ultra lange. Und es, alle paar Jahre ändert es den Namen. Naja, ist auf jeden Fall ein Pro-Rennen. Und ja, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet, als dass der Typ nochmal irgendwie ein Rennen dieses Jahr gewinnt. Der verlängert. Obwohl er eigentlich gar keine Straßenrennen mehr fahren wollte. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Vielleicht sind wir doch noch bei der Gravel-WM, obwohl er nicht fahren wollte. Super 8-Klassik. Ja, Super 8 ist ein Supermarkt, oder? Keine Ahnung. Primus. Aber wie findet, also ich hätte mir schon, ich finde, der sollte nicht eine weiße Hose fahren. Doch, doch. Irgendwie. Doch. Warum nicht? Also ich finde, bei Remco fand ich es ein bisschen, weiß nicht, ich habe mir nicht so, der zieht ja auch eh immer voll durch, voll Full-Kit-Ranker. Sieht aber schlechter aus als sein holländisches Meister-Kit mit weißer Hose. Deswegen, vielleicht hätte er da mal, vielleicht macht er ja nächstes Jahr auch mal ein bisschen was anderes. Hm. Komm, lass mal hier Feierabend machen. Wir, ja, müssen mal, wir müssen mal Folgen unter einer Stunde schaffen. Ja, ich muss meinen Mountainbiker noch ein bisschen tunen. Oder den Dämpfer wieder einbauen. Ja. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, viel Spaß dabei. Ja, ja. Nee, dann war meine Ehre. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder. Ciao. Tschö.